ich ernähre mich auch vegetarisch. Ne? Deswegen hat es mich gefreut, McDonald's hat einen neuen Burger rausgebracht, den veganen Burger TS. Ich lag letztens zu Hause, hab YouTube geguckt, dann plötzlich so eine Werbung auf, so, jetzt neu bei McDonald's, der vegane Burger TS, für Weltverbesserer. Und ich lag in meinem Bett und ich so, ja, die meinen mich. So, bin aufgestanden, hab meine Nike-Jogginghose angezogen, hab meine Nike-Turnschuhe angezogen, die von Kindern in Bangladesch genäht wurden, bin die Treppen runtergelaufen, bin in meinen Diesel eingestiegen, hab mich auf den Weg zu McDonald's gemacht. Auf dem Weg zu McDonald's habe ich 5 Kippenstümmel aus dem Fenster rausgeschnitzt, bin auf dem Parkplatz bei McDonald's drauf, bin bei McDonald's rein, hab die Tür eingetreten, so. Ihr habt mich gerufen. Hier bin ich, der Weltverbesserer. Und die Frau hinter der Theke, was willst du? Was willst du? Und ich so, ich hätte ganz gerne bitte einmal den veganen Burger TS, weil ich bin Weltverbesserer. Keine Pommes bitte, ich nehme ganz gerne Apfelstückchen, die in Plastik eingepackt sind, weil ich bin halt Weltverbesserer. Und nee, die Cola Light, die hätte ich ganz gerne nicht im Becher, sondern im Bananenblatt, weil ich bin Weltverbesserer. Hallo, ist euch mal aufgefallen, dicke Leute trinken immer Cola Light oder Cola Zero? Das ist ungefähr so, wenn du Auto fährst, geblitzt wirst und danach langsamer fährst. Es ist zu spät. Du musst Cola Light oder Cola Zero trinken, wenn du dünn bist. Dankeschön. Haben sich viele Sachen geändert. Das Anmachen von Frauen beispielsweise. Früher als Türke habe ich Frauen immer angemacht, als würde ich gerade in eine Schlägerei gehen. Ich war immer so bereit, so, hey Baby. Hey Baby. Baby, komm mal her. Komm mal her, komm mal runter, komm mal runter. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Wie, du liebst mich nicht? Wenn sie mich nicht beachtet hat, bin ich zu meinen Jungs gegangen und habe gesagt, ah, ich fand die eh voll hässlich, Alter. Seitdem ich Deutscher bin, anders. Ich nehme die Frau, stelle sie mir gegenüber, gucke ihr ganz tief in die Augen, atme einmal so und sag ihr, wenn man aus 7 verschiedenen Ländern 7 verschiedene Bienen kommen lassen würde und wenn die 7 verschiedenen Bienen in 7 verschiedenen Bienenwaben 7 verschiedene Arten von Honig herstellen würde, und wenn man aus diesen 7 verschiedenen Arten Honig 7 verschiedene Arten von Süßspeisen herstellen würde, wäre keine so süß wie du. Martin, schreib das auf. Ich war auch schon als Türke freiberuflicher Künstler. Das hat sich nie geändert. Das heißt, ich schlafe immer lange. Aber seitdem ich Deutscher bin, stehe ich jetzt einmal die Woche auch früh auf. Das ist Dienstag, da stehe ich um 5.30 Uhr auf. Weil um 6.30 Uhr macht das Schwimmbad auf und es war Wassertag. Und ich marschiere mit Holger und Hildegard rein, als wenn wir eine Straßengang. Als wenn wir eine Straßengang. Ich habe Haus, weil ich habe sogar eine Badehaube, Alter. Ich ziehe meine Bahn, bam, bam. Und ihr kennt das vielleicht, ne? Wenn ihr im Schwimmbad schon mal Türken oder Araber gesehen habt oder mit Türken Araber Fußball gespielt habt. Wir duschen immer mit Boxershorts. Weil wir wollen nicht zeigen, wir duschen immer mit Boxershorts. Seitdem ich Deutscher bin, bam! Unter der Dusche und Holger sagt zu mir, Junge, du bist doch nicht lange Deutscher, ne? Und ich so, ja, woran merkst du das? Sagt er, du duschst nicht falsch. Ich so, wie kann ich es besser machen? Meinte er, Frau, nimmst deine gerade Handfläche ganz gut. Oh ja, mach mal ganz viel Duschgel drauf. Bild mal die Pyramide, ja, so ist gut. Dann greifst du ganz tief auf und dann sagst du, weil du hörst, ja, du musst es einfach genießen. Warum muss ich es genießen? Weil Deutscher sein ist früher als Türke waren meine Hobbys an der Ecke stehen. Oder vorm Wettbüro stehen. Wo ich, ja, ja, hier, nee, Mann ist auch direkt eins, hab ich auch gesehen, so. Wo ich wurde kurzzeitig rückfällig, so, oh, nein, doch nicht. Dann hat Sebo mich am Arm gepackt und hat gesagt, oh nein, du bist Deutscher, und ich so, ja! So, das waren so meine Hobbys als Türke. Einfach stehen. Seitdem ich Deutscher bin, habe ich komplett andere Hobbys. Ich mache jetzt immer mit im Frühjahr mit meinen Gummistiefeln, meinem Eimer, meiner McLaren-Taschenlampe, meiner Warnweste, mache ich mit bei der Krötenwanderung. Ich sorge dafür, dass die Kröten sicher von der einen Straßenseite sicher zur anderen Straßenseite gebracht werden. Bei mir im Fährbad gibt es eine Schnellstraße Richtung Wülfrath, wo du normalerweise 100 fahren darfst. Im Frühjahr darfst du dann zwischen 19 Uhr und 7 Uhr morgens nur 30 fahren, weil es Krötenwanderung. Wer bestimmt diese Zeit? Hat
Hat sich da schon mal einer hingestellt und hat die Kröten beobachtet, wie sie da so standen um 18.59 Uhr so? Bruder, wie viel Uhr haben wir? 18.59 Uhr. Oh, gleich dürfen wir. Hast du schon gedehnt? Ja. Bruder, wie viel haben wir jetzt? 19 Uhr. Quack. Und tut das eigentlich weniger weh, wenn man so eine Kröte mit 30 überfährt? Aber wir Deutschen sind geil. Wir Deutschen müssen allem Zeiten geben. Deswegen kriegen die Kröten von uns auch Geschäftszeiten. 19 Uhr bis 7 Uhr morgens. Und wir gehen davon aus, dass die Kröten zu 100% deutsch sind und sich morgens um 6.59 Uhr denken, nee, das ist zu spät, das lohnt sich nicht mehr. Nein, das lohnt sich nicht mehr. Davon gehen wir aus, Alter. Und ich bin voll drin in diesem Krötenwanderungsgeschäft. Ich bin da voll drin. Früher bin ich ja mit 100 lang geballert, wenn Krötenwanderung war. Wenn heute einer mit 40 durch diese 30er-Zone fährt, dann strahle ich ihm mit meiner MacGyver-Taschenlampe die 500 Meter weit strahlen kann, voll ins Gesicht durch. Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber ich will ihn symbolisieren. Fahr langsamer. Und wenn das nicht hilft, Bonn, wenn das nicht hilft, symbolisiere ich diesem Autofahrer, der mit 40 durch diese 30er-Zone fährt, durch mein bloßes, reines, deutsches Stehen, dass er was falsch gemacht hat. Dann stehe ich da immer so.